Ja, willkommen beim Thema 4.2. Da geht es jetzt um die subjektorientierte Geschäftsprozessmodellierung. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, unsere Methode anzuschauen oder eine Modellierungssprache anzuschauen, mit der man tatsächlich kommunikationsorientiert Geschäftsprozesse beschreiben kann. Im Gegensatz zur BPMN, habe ich vorhin schon öfter versucht abzugrenzen, im Gegensatz zur BPMN, die immer den Prozess im Zentrum hat und die Kommunikation am Prozess verankert, drehen wir es hier um, modellieren zuerst die Kommunikation der einzelnen Akteure und beschreiben dann in weiterer Folge deren internes Verhalten als Reaktion auf die Kommunikation, die da abläuft. Ich werde dieses Thema sehr beispielorientiert durchgehen, das heißt mir im Wesentlichen an den Grafiken entlang orientieren. Im Text ist vieles von dem, was ich hier anreißen werde, nochmal detaillierter beschrieben, vielleicht da auch nochmal nachlesen, sollte dann die Verwendung der einzelnen Konstrukte, die wir jetzt besprechen, nochmal deutlicher machen. Zur Einführung, ganz kurze Annäherung nochmal an oder Reflexion darüber, wie wir Prozesse überhaupt beschreiben. Prozesse beschreiben wir, wenn wir es natürlich sprachlich beschreiben, einfach als Sätze. Als Sätze in der deutschen Sprache oder in der englischen Sprache, die immer ein Subjekt, ein Prädikat und ein Objekt haben. Das sind die Grundbausteine und wenn wir uns Modellierungssprachen für Geschäftsprozesse anschauen, dann greifen die üblicherweise diese Grundbausteine auch wieder auf. Die Subjekte sind die Akteure, die Prädikate beschreiben üblicherweise die Tätigkeiten und die Objekte beschreiben üblicherweise die manipulierten Einheiten, seien es jetzt Daten, seien es Güter, was auch immer. Das heißt, natürlich sprachliche Beschreibungen von Abläufen, so wie wir es in den Szenarien in der Übung auch immer wieder haben, lassen sich durch Analyse der Satzstrukturen mal grundsätzlich auf Geschäftsprozessmodelle übersetzen. Jetzt stellt sich nur die Frage, was nehme ich als primäres Strukturierungsmerkmal meiner Prozessmodelle her? Und das war bisher immer das Verb, das Prädikat, die Tätigkeit im Wesentlichen. Also wir haben unsere Prozessbeschreibungen angeschaut, haben geschaut, was passiert denn da? Also was ist denn die Tätigkeit? Und das haben wir als primäre Kapselung verwendet und entlang dessen haben wir den Prozess beschrieben. Das Subjekt ist, sofern es irgendwie die Modellierungssprache zugelassen hat, dann als Zusatzinformation dazugekommen. In den Aktivitätsdiagrammen oder in BPMN kennst du über die Pools. Also Aktivitätsdiagrammen heißt Partitionen, in BPMN heißt Pools und Lanes. Da bringen wir diese Wehrdimension, also diesen Akteur, dieses Subjekt noch mit rein. Der eigentliche Prozess ist aber nach wie vor quasi am Ablauf verankert oder beschrieben. In Flowcharts gibt es dieses Personenkonzept überhaupt nicht, weil das ja aus der Welt der Beschreibung von Softwaresystemen kommt. Da abstrahieren wir den Akteur ohnehin weg, weil das ist das ausführende Organ ist immer der Rechner, der Computer. Deswegen beschreiben wir nur die Tätigkeiten. Die subjektorientierte Modellierung versucht es jetzt, wie schon mehrmals erwähnt, umzudrehen. Also wenn wir diesen Satz haben, ein Mitarbeiter füllt seinen Dienstreiseantrag aus und anschließend sendet der Mitarbeiter den Antrag an den Vorgesetzten, dann können wir das jetzt eben analysieren anhand dieser einzelnen, mal das ein bisschen dünner machen hier, anhand dieser einzelnen Typen. Hier hätten wir also die Verben, füllt aus, sendet, das Subjekt, also das wäre der oder die Tätigkeit ausführt, der Mitarbeiter, hier wieder der Mitarbeiter und das Objekt, der Dienstreiseantrag und der Antrag. Hier haben wir noch was Zusätzliches, nämlich den Empfänger dieses Antrags, den wir in dem Satz noch mit abgebildet haben im Wesentlichen, den sollten wir noch auch irgendwie in unserem Modell unterbringen wahrscheinlich. Wenn man das jetzt zusammenfasst,
und auf konkrete Ebene hebt oder senkt, dann haben wir den Mitarbeiter Schulz, der beantragt eine Dienstreise, der Antrag wird vom Vorgesetzten geprüft. Dieser informiert den Mitarbeiter über Annahme oder Ablehnung. Der genehmigte Antrag geht an die Dienstreisestelle, die die Ticket- und Hotelbuchung vornimmt. Das ist eine natürlichsprachige Beschreibung eines Dienstreiseprozesses, im Wesentlichen relativ kompakt. Also wir machen irgendwie, wenn wir es jetzt rein ablauforientiert beschreiben würden, haben wir zuerst die Beantragung, dann haben wir den Vorgesetzten, der die Prüfung durchführt. Die Prüfung kann mehrere Ergebnisse haben, eine Ablehnung, eine Annahme. Wenn es eine Annahme ist, dann geht es um die Reisebuchung, für die dann die Dienstreisestelle zuständig ist. Also in einem BPMN-Modell könnte man da jetzt einen Pool mit drei Lanes machen, den Mitarbeiter, den Vorgesetzten und die Dienstreisestelle und hier einen durchgängigen Sequence-Flow modellieren. Wir könnten in der BPMN auch drei Pools machen und die mit den Message-Flows miteinander kommunizieren lassen, auch das wäre möglich. Die BPMN ist aber, wie wir bei der Diskussion von Pools und Lanes gelernt haben, nicht dafür gedacht, beziehungsweise ist das nicht die Idee des Pools. Die Idee des Pools ist es, Einheiten zu kapseln, die funktional zusammengehören, die auch ein gemeinsames Informationssystem haben, wo man also davon ausgehen kann, dass man sich nicht explizit nochmal um die technische Übermittlung einer Nachricht kümmern muss, sondern wo der Prozess quasi ohne Medienbrüche groß durchlaufen kann. In der SBPM ist das anders. Die SBPM kennt sowas wie Pool- oder Lane-Konzepte nicht. Die kennt eigentlich nur Subjekte. Das heißt, jeder einzelne Akteur, den wir im Prozess finden, ist ein Subjekt und diese Subjekte kommunizieren miteinander. Das heißt, der Mitarbeiter sendet an den Vorgesetzten den Dienstreiseantrag. Der Vorgesetzte wird die Genehmigung oder die Ablehnung irgendwann an den Mitarbeiter weiterleiten und der genehmigte Dienstreiseantrag, so er dann existiert, wird an die Dienstreisestelle weitergeleitet. Also hier haben wir mal nur die Kommunikationssicht. Wir sehen noch, dass im Dienstreiseantrag irgendwo der Dienstreisebeginn und das Dienstreiseende drinnen stehen muss. Das nennen wir ein Geschäftsobjekt. Und das war es aber dann auch schon mal auf der Ebene. Es ist eine reine Kommunikationsmodellierung. Wir erinnern uns an das letzte Thema. Das ist jetzt so ähnlich wie das, was wir in Coda sehen. In Coda kommt man die Stellen in der Organisation abbilden und die Kommunikationsabläufe zwischen diesen. Wenn wir jetzt diese verbale Beschreibung, die wir da in zwei Zeilen gehabt haben, etwas aufdröseln, dann schaut es gleich etwas umfangreicher aus, nämlich so. Der Mitarbeiter füllt den Dienstreiseantrag aus. Danach, und jetzt kommen wir in einen strukturierten Text, den man dann 1:1 übersetzen kann auf ein grafisches Prozessmodell. Danach sendet der Mitarbeiter den Dienstreiseantrag an den Vorgesetzten. Danach, falls der Mitarbeiter die Genehmigung vom Vorgesetzten empfängt, geht der Mitarbeiter auf Dienstreise und ist dann fertig. Falls der Mitarbeiter eine Ablehnung vom Vorgesetzten empfängt, macht er nichts mehr. Was wir hier jetzt schon sehen, ist die Subjektorientierung in der verbalen Beschreibung. Wir formulieren den Text jetzt ausschließlich aus Sicht des Mitarbeiters. Man könnte genauso einen Text auch für den Vorgesetzten und genauso einen Text für die Dienstreisestelle verfassen. Das heißt, wir konzentrieren uns ausschließlich darauf, was jetzt der einzelne Akteur, was das einzelne Subjekt macht, wenn es denn irgendwelche Kommunikationsvorgänge empfängt oder auslöst und wie es auf die Nachrichten, die da eingehen, reagiert. Wenn wir das jetzt auf eine grafische Darstellung übersetzen, dann kommen wir zu dem Ansatz, wie die SBPM jetzt die eigentlichen Prozessabläufe beschreibt, die werden gekapselt in den Subjekten als sogenanntes internes Verhalten abgebildet. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr den globalen Sequence Flow eines Prozesses, so wie man in der BPMN gekannt haben, sondern wir kapseln das Verhalten der einzelnen Subjekte jetzt komplett voneinander ab. Die sind jetzt ausschließlich nur mehr über die Nachrichten miteinander gekoppelt und beschreiben nur mehr, wie sich jedes Subjekt auf Basis der Kommunikation, die bei ihm eintrifft, verhält und welche anderen Kommunikationsvorgänge es auslöst. Dementsprechend haben wir eigentlich nur drei Notationselemente.
Das ist etwas tun, also eine Aktion setzen, eine Nachricht senden und eine Nachricht empfangen. Und das reicht uns aus, um im Wesentlichen Geschäftsprozessmodelle in ihrer gesamten Komplexität zu beschreiben. Die Modelle werden dann gern etwas komplexer. Dadurch, dass die Semantik der Sprache relativ beschränkt ist, brauchen wir umfangreichere Konstrukte, um komplexere Abläufe abbilden zu können. Die BPMN geht da den umgekehrten Weg. Die steigert die Sprachkomplexität, dafür werden die Modelle einfacher. Ist die Frage, was besser ist oder besser schlechter, gibt es in dem Zusammenhang nicht. Es geht darum, was die Zielsetzung ist. Möchte ich eine einfache Sprache, dann kann ich die SBPM verwenden. Habe dann eine sehr einfach zu erlernende Sprache. Die Prozesse sind vielleicht etwas komplexer nachzuvollziehen. In der BPMN habe ich einen höheren Lernaufwand, weil die Notation komplexer ist. Dafür, wenn ich es dann lesen kann, lassen sich die Prozesse auch bei komplexeren Fällen etwas kompakter darstellen. Aber schauen wir jetzt auf die SBPM-Notation, auf deren Verwendung. Unser Prozess beginnt jetzt, das rein jetzt die Mitarbeitersicht, beginnt jetzt damit, den Dienstreiseantrag auszufüllen. Dieses Eckau kennzeichnet, dass der Prozess hier beginnt. Der Zustandsübergang ist, also wo geht es dann weiter quasi, steht immer an der Kante. Der Dienstreiseantrag ist ausgefüllt, dann können wir weitergehen. Die nächste Aktion ist eine Sendeaktion und die nennt sich Dienstreiseantrag an Vorgesetzten senden. An der Kante sehen wir jetzt, was hier passiert. An den Vorgesetzten geht jetzt der Dienstreiseantrag. Aus Sicht des Mitarbeiters ist das nächste schon die Antwort des Vorgesetzten empfangen. Also hier würden wir jetzt warten, bis die Antwort zurückkommt. In den anderen Subjekten läuft dabei die Begutachtung dieses Antrags. Der Mitarbeiter selbst hat aber nichts mehr darüber hinaus zu tun, außer auf die Antwort zu warten. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, zwei unterschiedliche Nachrichten, die eintreffen können. Entweder wir erhalten vom Vorgesetzten eine Genehmigung oder wir erhalten vom Vorgesetzten eine Ablehnung. Wenn wir eine Ablehnung erhalten, dann ist der Prozess zu Ende. Also wir haben einen sogenannten Endzustand. Wenn wir eine Genehmigung erhalten, dann können wir die Dienstreise antreten, sind dann auf Dienstreise und dann ist der Prozess zu Ende. Was wir hier sehen, rein vom Konzept her, ist, dass die eigentlichen Aktionen, Dienstreiseantrag ausgeführt, also dass die eigentlichen Aktionen in diesen Knoten drinnen stehen, dass die Entscheidungen aber an den Kantenübergängen modelliert werden oder die Prozesssteuerungsinformationen an den Kantenübergängen modelliert werden. Das heißt, an der Kante haben wir immer stehen, was denn gegeben sein muss, damit wir diese Kante nachverfolgen können. In den Knoten haben wir drinnen stehen, was denn passiert, und da gibt es eben drei verschiedene. Das sind die mit diesem X im Kreis, das sind Funktionszustände, also da passiert was in diesem Zustand. Die mit dem Dreieck unten, das sind Sendezustände, da wird also was gesendet in diesem Zustand, und das sind Empfangszustände, und das ist jetzt an dieser Stelle hier falsch modelliert, das müsste eigentlich so aussehen, da muss das Dreieck oben sein, wo wir eine Antwort empfangen, also ist hier ein Fehler drinnen. Wenn wir uns jetzt den Vorgesetzten ansehen, dann beginnt der damit, dass er einen Dienstreiseantrag vom Mitarbeiter erhält. Also der Prozess wird, in der BPMN würde man sagen, durch ein Message Event ausgelöst. Hier ein Empfangszustand. Der Vorgesetzte wartet also, bis ein Dienstreiseantrag eintrifft. Vom Mitarbeiter bekommt einen Dienstreiseantrag und dann kann es in den nächsten Zustand übergehen. Dann kommt es ums Prüfen. Prüfen ist eine reine Funktion, also eine Tätigkeit, die ich selbstständig durchführen kann. Und da kann es jetzt wiederum zwei mögliche Ausgänge geben, eine Genehmigung oder eine Ablehnung. Bei der Ablehnung, dann senden, Sendezustand, senden wir die Ablehnung an den Mitarbeiter und der Prozess ist zu Ende. Wenn wir eine Genehmigung haben, senden wir zuerst die Genehmigung an den Mitarbeiter, Sendezustand, und geben auch der Dienstreisestelle über die Genehmigung Bescheid, also hier gibt es nur eine zweite Nachricht, die ausgetauscht wird. Wenn wir jetzt wieder zurückschauen auf den
auf die Interaktionssicht, auf das Interaktionsdiagramm, sehen wir diese drei Nachrichten oder diese vier Nachrichten, die wir da hatten, den Dienstreiseantrag, Genehmigung, Ablehnung, genehmigter Dienstreiseantrag, die haben wir jetzt alle in den internen Verhalten bereits verwendet. Die Dienstreisestelle ist relativ einfach, die beginnt dann, wenn man einen genehmigten Dienstreiseantrag erhält, und zwar von einem Vorgesetzten, dann wird der Dienstreiseantrag abgelegt, gegebenenfalls die Reise gebucht. Wenn wir auf die verbale Prozessbeschreibung zurückgehen, es ist hier jetzt nicht abgebildet, der Dienstreiseantrag ist abgelegt und wir sind fertig. Genau. Wollen wir jetzt nochmal etwas detaillierter auf die einzelnen Notationselemente schauen, also Funktionszustand, Sendezustand, Empfangszustand haben wir bereits besprochen, ist hier nochmal detaillierter beschrieben, bitte da nochmal nachlesen. Schauen wir jetzt auf die einzelnen Elemente, die wir im Prozess haben. Grundsätzlich ist immer bei jeder Prozessmodellierung Sprache, wo es dann auch um die Durchführung von Prozessen geht, ansonsten würden wir es ja nicht modellieren müssen, zu unterscheiden zwischen dem Prozessmodell, das ist das, was wir zeichnen, und der Prozessinstanz. Die Prozessinstanz ist vom Prozessmodell abgeleitet und bezeichnet jene Einheit, die dann die konkret ausgeführt wird, zum Beispiel durch ein Informationssystem oder im sozialen Kontext einer Organisation. Der große Unterschied ist, dass man eben, wir kennen sie schon aus der BPMN auch, ein Prozessmodell möglichst allgemein formuliert, also da soll es ja nur um den Mitarbeiter gehen, so wie wir es jetzt gehabt haben, unabhängig davon, ob das der Schulz, der Meier oder der Müller ist. In der Prozessinstanz haben wir dann konkrete Personen hinterlegt hinter den Subjekten, also Subjektträger nennen sie das dann hier, und konkrete Daten hinterlegt. Also nicht nur mehr den Dienstreiseantrag, sondern den ausgefüllten Dienstreiseantrag für die Dienstreise, die in 2 Wochen stattfinden wird, an den und den Ort, von dem und dem Tag bis zu dem und dem Tag. Also bei der Prozessinstanz geht es um die konkrete Information, beim Prozessmodell geht es um den allgemeingültigen Ablauf. In der Prozessmodellierung, Geschäftsprozessmodellierung, das nochmal betonen, weil dieses Problem haben wir immer wieder, in der Geschäftsprozessmodellierung versuchen wir immer den allgemeinen Prozess zu modellieren, nicht den Einzelfall. Im Einzelfall fehlen uns Varianten, der Einzelfall ist vielleicht unter nur spezifischen Rahmenbedingungen gültig. Das Prozessmodell soll sämtliche mögliche Ausgänge erlauben, abzubilden. Das heißt, wir müssen diesen Abstraktionsschritt machen, ein Prozessmodell zu formulieren oder zu finden, das uns alle möglichen Instanzen ausführen lässt. Beim Vorgehen, so ein SPPM-Modell zu beschreiben, treten wir im Gegensatz zur BPMN üblicherweise die Reihenfolge um. In der BPMN beginnen wir üblicherweise mit dem Prozessmodell und legen dann die Kommunikationsstruktur oder im Zuge dessen die Kommunikationsstruktur fest. In der SPPM drehen wir das um. Wir beginnen mit der Kommunikationsstruktur. Das heißt, wir überlegen uns im ersten Schritt, wer sind denn die Subjekte, wie man das festlegt und wie man das identifiziert, dazu kommen wir gleich noch, wer sind die Subjekte und wie kommunizieren die. Und erst im nächsten Schritt überlegen wir uns, wie können wir deren internes Verhalten beschreiben. Bei der Prozesserhebung ist das natürlich nicht so sauber zu trennen, weil wenn ich jemanden frage, okay, wie kommunizierst du mit jemandem anderen, dann wird der im Hinterkopf ohnehin auch überlegen, was er macht und welche Information dann im Rahmen dieses Tuns, dieser Handlungen ausgetauscht werden muss. In der SPPM versucht man aber eben so eine Kapselung zu schaffen, also zuerst die Interaktionssicht zu definieren und erst dann explizit zu beschreiben, wie denn das Verhalten aussieht. Was ist jetzt genau ein Subjekt? Also auf das müssen wir jetzt nochmal genauer schauen. Intuitives Verständnis von Subjekt wäre jetzt der klassische Akteur. Das muss, also der menschliche Akteur in einer Organisation, das muss aber nicht so sein. Man kann Subjekte auch grob granularer formulieren. Ein Subjekt könnte genauso eine Organisationseinheit sein. Wenn es keinen Unterschied macht, mit wem ich kommuniziere innerhalb dieser Organisationseinheit, dann werde ich diese Organisationseinheit vielleicht als Gesamtes, als ein Subjekt abbilden.
Also man kann das wieder feingranularer und grobgranularer auflösen. Man kann es auch weiter runterbrechen und die Subjekte so fein untergliedern, dass dann im konkreten Prozess eine Person mehrere Subjektrollen einnehmen muss, weil man vielleicht, bleiben wir beim Dienstreiseantrag, hypothetisches Szenario, der Vorgesetzte oder der Mitarbeiter ist auch zuständig dafür, die Reise zu buchen. Dann könnte sein, dass ich ein Subjekt Antragsteller modelliere, wo die Antragstellung an sich abgebildet ist, und ein Subjekt Reisebucher modelliere, neben der Dienstreisestelle und dem Vorgesetzten, wie wir es vorher hatten. Und in der konkreten Instanzierung muss dann der konkrete Akteur sowohl das Subjekt Antragsteller als auch das Subjekt Dienstreisebucher wahrnehmen. Also man kann quasi dann nur mehr auf unterindividueller Ebene, also fein granularer, aufdröseln. Und das kann sinnvoll sein, wenn ich vielleicht darüber nachdenken möchte, ob ich die Verantwortung für die Dienstreisebuchung an jemanden anderen übertragen möchte. Wenn es sowas wie ein Sekretariat an der Abteilung gibt, dann könnte man eins zu eins das gleiche Prozessmodell, das gleiche Subjekt nehmen und das mit einer anderen Person hinterlegen, ohne dass man das interne Verhalten des Subjektes ummodellieren muss. Subjekte können nicht nur menschliche Akteure sein, auch das ist vielleicht wichtig zu verstehen. Ein Subjekt könnte theoretisch auch ein Informationssystem oder eine Maschine sein. Das heißt, was wir in der BPMN irgendwie ist mit dem Hilfskonstrukt einer Datenbank modellieren müssen, könnte man hier ganz explizit abbilden, indem wir die Datenbank, aus der wir Informationen holen, als Subjekt modellieren. Dieses Subjekt versteht Nachrichten, nämlich diese SQL-Statements, die wir an die Datenbank schicken können, und liefert uns Nachrichten zurück, nämlich die Datenbankabfrage, die wir mit dem SQL-Statement durchgeführt haben, oder das Ergebnis dieser Datenbankabfrage, und mit dem könnte man dann weiterarbeiten. Also die SBPM hat ein allgemeineres Subjektverständnis. Alles, was ich natürlich sprachlich als Subjekt formulieren kann, kann auch ein Subjekt in der SBPM sein. Und man kann natürlich sagen, die Datenbank führt die Abfrage durch und sendet das Ergebnis zurück. Damit ist klar, dass die Datenbank auch ein Subjekt sein kann. So, die Subjekt-Subjekt-Kommunikation zwischen den Subjekten, das läuft über Nachrichten, das haben wir schon besprochen. Wichtig zu verstehen ist hier, dass die Nachricht den Kommunikationsvorgang beschreibt, also eine Richtung hat, von wo die Kommunikation ausgelöst wird und wo sie endet, und zusätzlich dieses Geschäftsobjekt hat, wo die eigentliche Information hinterlegt wird. In der Modellierung würde man also festlegen, dann sehen wir dann nachher gleich, welche Informationstypen denn da drinnen stecken müssen, zum Beispiel also für den Dienstreiseantrag, der Name des Antragstellers, das Datum, wann man wegreist, wann man wieder zurückkommt, den Reiseort oder den Zielort, das wären die Informationstypen. In der konkreten Instanz wird es dann mit konkreten Daten hinterlegt werden. Wie gesagt, also die Nachricht an sich, sowas wie der Messageflow in der BPMN, das Geschäftsobjekt an sich ist sowas wie die Message, die wir aus den Choreografiediagrammen kennen, wo man ganz konkret festlegen kann dann, was an Daten konkret ausgetauscht wird. Wichtig, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der diese Kommunikationsmodellierung ganz wesentlich kennzeichnet und die SBPM auch ganz fundamental von der BPMN unterscheidet, weil das in der BPMN so nicht vorgesehen ist, ist die explizite Behandlung der Synchronisation des Nachrichtenaustausches. Über synchrone und asynchrone Kommunikation haben wir schon mal ganz kurz gesprochen. Ich denke im Themenbereich 2, wenn man jetzt nicht alles täuscht. Genau, im Themenbereich 2, wo wir Sequenzdiagramme angeschaut haben, da gab es synchrone und asynchrone Nachrichten. Wir haben damals besprochen oder diskutiert, dass in Sequenzdiagrammen beide Typen möglich sind. Ein synchroner Kommunikationsablauf führt dazu, dass das aufrufende Subjekt, in dem Fall beim Sequenzdiagramm das aufrufende Objekt, auf die Antwort wartet, bevor es weiter abläuft. Beim asynchronen Kommunikationsablauf
haben wir Fire and Forget, das heißt, wir schicken die Nachricht, können dann weitermachen, ohne dass wir auf eine Antwort warten, und irgendwann kann dann eine Antwort zurückkommen und wir können dann darauf reagieren oder auch nicht. Der Message Flow in der BPMN ist immer asynchron, das heißt, der ist immer schick weg und vergiss, was dann darauf passiert. Dass dann irgendwann einmal eine Nachricht zurückkommt, ist schön. Wir können im Prozess auch darauf warten und damit einen synchronen Kommunikationsablauf im Wesentlichen nachbilden. Es passiert aber kein automatisches Warten. Kämen wir in der BPMN mit dem Message Send Event. Das Message Send Event schickt die Nachricht weg und läuft dann einfach im Sequence Flow weiter. Ich könnte dann andere Tasks ausführen und erst dann, wenn ich wieder einen Empfangszustand, einen zugehörigen vielleicht modelliere, dann wartet das System auf die Antwort und macht es dann weiter, wenn die Antwort gekommen ist. In der SBPM funktioniert es mit sogenannten Input Pools. Der Input Pool ist der Postkasten jedes Subjekts. Also jedes Subjekt hat einen Postkasten und dieser Input Pool buffert sämtliche Nachrichten, die eintreffen. Und ich kann dann die Nachrichten aus diesem Postkasten nehmen, wann ich es brauche, auch darauf reagieren oder auch nicht. Und wann ich es noch nicht brauche, weil ich nur irgendwo anders bin im Ablauf, warten die Nachrichten so lange im Postkasten, bis ich sie abhole. Das haben wir grundsätzlich das gleiche Verhalten wie die BPMN. Das haben wir in der BPMN nicht explizit diskutiert. Aber in der BPMN ist es so, wenn ich noch mit einer Aktivität beschäftigt bin und eine Nachricht trifft ein und ich reagiere nicht unmittelbar darauf, dann wird die so lange vorgehalten, bis ein Empfangsereignis kommt, das auf diese Nachricht reagiert, und dann wird die Nachricht im Prozess zugestellt. In der SBPM ist es genauso. Die Nachricht wird im Input Pool abgelegt und dann verwendet, wenn es einen Empfangszustand gibt, der darauf reagieren möchte. Der große Unterschied ist aber jetzt, dass in der SBPM dieser Input Pool grundsätzlich konfigurierbar ist. Das heißt, ich kann festlegen, wie viel Platz mein Input Pool hat, welche Nachrichten ich überhaupt annehme, wie viele ich welcher Nachricht annehme und von wem ich Nachrichten annehme. Das heißt, es ist viel feingranularer aufspannbar als in der BPMN. Ich kann viel detaillierter beschreiben, wie ich denn auf Kommunikationsvorgänge reagieren möchte. Wenn ich zum Beispiel meinen Input Pool auf nur einen Platz setze, wenn man den Input Pool auf 0 setze, dann kann die Nachricht von einem Sender nicht zugestellt werden. Das heißt, dieser Sender muss warten, bis der Empfänger bereit ist, auf dieses Nachrichtenevent zu reagieren, und damit haben wir eine synchrone Kommunikation realisiert. Das kann ich in der BPMN nicht so explizit beschreiben. In der SBPM geht das. Wenn ich zum Beispiel beschreibe, ich nehme nur Nachrichten von bestimmten Subjekten an, dann kann ich grundsätzlich loser koppeln, wer denn überhaupt Nachrichten eines bestimmten Typs senden kann und von wem ich sie annehme und von wem ich sie nicht annehme. In der BPMN ist diese Kopplung viel starrer. In der BPMN ist eine Kommunikationsbeziehung immer eine 1:1 Beziehung. Das heißt, wenn ich eine Nachricht, einen Nachrichtenfluss definiere, dann muss ich festlegen, von wem die kommt, und die kann nur genau von einem kommen, und wer es empfängt, und das kann nur genau bei einem ankommen. In der SBPM ist es flexibler konfigurierbar. Ich kann ein und dieselbe Nachricht von mehreren Sendern akzeptieren und darauf reagieren, zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann aber auch einzelne Sender, vielleicht sogar dynamisch, wenn es dann um Ausführungsunterstützung geht, von dem Empfang ausschließen. Also hier ein viel komplexeres Kommunikationsszenario, als es in der BPMN realisierbar ist. Das ist auch hier nur mal im Detail beschrieben. Da steht auch nur mal diese Postkastenmetapher, die man sich an dieser Stelle merken sollte. Das Senden von Nachrichten und das Empfangen von Nachrichten ist hier nur mal beschrieben. In der SBPM haben wir auch die Möglichkeit, in einem Sendezustand erst zu entscheiden, welche Nachricht wir senden möchten, und abhängig davon, welche Nachricht wir gesendet haben,
dann unterschiedliche Wege im Sendesubjekt weiterzugeben. Das heißt, wir entscheiden hier auf Basis irgendwas, was vorher passiert ist, wir senden jetzt die M1 oder die M2, die gehen noch dazu in unterschiedliche Subjekte, nämlich an das Subjekt 1 oder das Subjekt 2. Und abhängig davon, was wir jetzt gemacht haben, geht es dann bei uns intern in unserem Verhalten nur unterschiedlich weiter. Was vielleicht bei der Beschreibung des internen Verhaltens nur wichtig ist, wir werden es dann gleich sehen, ist, dass die SBPM immer nur Alternativen kennt. Die kennt keine Parallelisierung. Der Hintergrund dieser Annahme ist, dieser Spracheigenschaft eigentlich ist, dass man davon ausgeht, dass ein Subjekt immer genau von einer Person wahrgenommen wird oder von einer aktiven Einheit wahrgenommen wird und diese aktive Einheit sowieso keine Aktivitäten parallel durchführen kann. Wenn eine Einheit in der Lage ist, mehrere Aktivitäten parallel durchzuführen, dann kann sie mehrere Subjekte parallel ausführen. Das Subjektverhalten an sich ist aber im Sinne eines Flussdiagramms als Sequenz mit potenziell mit Verzweigungen beschrieben, erlaubt aber keine Parallelisierungen. Also das, was wir mit den Aktivitätsdiagrammen als Splits kennen, haben wir hier nicht. Parallelisierungen müssen über Nachrichten realisiert werden, indem wir Sachen, die parallel ausgeführt werden können, in verschiedenen Subjekten abbildet. Wir sehen das beim Empfangen nochmal, also auch hier haben wir diese Entscheidung, Antwort vom Vorgesetzten empfangen, wir haben das im ersten Beispiel schon gehabt. Abhängig davon, welche Nachricht wir empfangen haben, können wir unterschiedlich reagieren, unterschiedliche Pfade in unserem internen Verhalten realisieren. Sowas wie Timeouts gibt es auch, so in der BPMN dieses Time-Event. Haben wir gesagt, die Bedingungen, auf Basis derer wir eine Kante nachverfolgen, können wir direkt an der Kante annotieren. Das kann eben das Empfangen einer Nachricht sein, das kann aber, so wie wir es hier sehen, auch das Timeout sein. In dem Fall ein Timeout von 3 Tagen und nach 3 Tagen fragen wir nach. Senden also an den Vorgesetzten eine Nachfrage und warten dann wieder auf die Antwort. Nur mal einen detaillierteren Blick kurz auf das Subjektverhalten. Wir haben gesagt, es gibt 3 unterschiedliche Zustände. Etwas tun, der Funktionszustand, etwas senden oder etwas empfangen. Beim Senden ist es, wie gesagt, nicht so wie der BPMN, dass das auf jeden Fall einfach durchläuft, wie der Sendezustand. Ohne dass das irgendwie Zeit benötigt. Der Sendezustand benötigt dann keine Zeit, wenn die Nachricht unmittelbar zugestellt werden kann. Wenn die Nachricht nicht zugestellt werden kann, weil der Input-Pool voll ist oder der keinen Buffer anbietet, um die Nachricht zu speichern, dann muss der Sendezustand so lange warten, bis die Nachricht auch tatsächlich ausgeliefert werden konnte. Beim Empfangszustand ist das Verhalten so wie in der BPMN. Der Empfangszustand wartet so lange, bis eine passende Nachricht eingegangen ist und geht dann im Fluss weiter, je nachdem, welche Nachricht ich empfangen habe. Wenn wir uns jetzt das nochmal zusammengefasst ansehen, haben wir jetzt dieses Prozessmodell, das wir vorher gesehen haben, hier den Mitarbeiter, das interne Verhalten des Vorgesetzten und das interne Verhalten der Reisestelle. Wir haben also den Dienstreiseantrag ausfüllen, an den Vorgesetzten senden, hier, der Vorgesetzte enthält jetzt, da geht es jetzt ablauforientiert durch, erhält an dieser Stelle den Dienstreiseantrag, prüft jetzt, der Mitarbeiter wartet auf die Antwort, sehen wir hier, prüft, da kann die Ablehnung oder die Annahme herauskommen, bei der Genehmigung oder unabhängig davon, Mitarbeitergenehmigung, Mitarbeiterablehnung, hier warten wir auf diese beiden Nachrichten, geht es dann beim Mitarbeiter entweder hier oder hier weiter. Wenn es Ablehnung ist, sind wir fertig. Wenn es eine Annahme ist, dann können wir den Dienstreise antreten und dann sind wir ebenfalls fertig. Beim Vorgesetzten geht es aber hier noch weiter, nämlich wir veranlassen auch noch die Buchung an Reisestelle. Die Reisestelle erhält jetzt vom Vorgesetzten den genehmigten Dienstreiseantrag. Wir können also hier weitergehen. Wir führen dann die Buchung durch und sind dann wiederum fertig.
Jetzt könnte man natürlich diesen Prozess noch erweitern, so dass wir sagen, an dieser Stelle hier möchten wir noch eine Nachricht an den Mitarbeiter einführen, der dem Mitarbeiter Bescheid gibt, dass die Reise gebucht ist, und erst dann kann er die Dienstreise antreten. Also das möchten wir dann davor noch als Empfangszustand einfügen, wäre eine mögliche Ergänzung. Einen kurzen Blick auf die Geschäftsobjekte. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Die Geschäftsobjekte legen die Datenstruktur der Nachrichten fest. Das heißt, wir legen fest, welche Informationen wir in einem Geschäftsobjekt überhaupt drinnen haben möchten. Die können wiederum gruppiert sein. Daten zum Antragsteller, Daten zur Reise. Und wir legen fest, welche Art von Informationen wir erwarten. Da wird es jetzt relativ technisch. Je nachdem, wie das dann technisch unterstützt wird, können wir sagen, ja, das muss eine Zahl sein oder das muss eine Zeichenkette sein oder das muss ein Wert, der wahr oder falsch ist, sein. Und wir können festlegen, ob ein Geschäftsobjekt verpflichtend festzulegen ist oder freiwillig, oder ein bestimmtes Datum in diesem Geschäftsobjekt verpflichtend festzulegen ist, auszufüllen ist oder freiwillig ausgefüllt werden kann. Genau, das ist es im Wesentlichen. Und wenn es Standardwerte gibt, dann könnte man die hier auch noch festlegen. Also da geht es schon in die Technologie rein. Man kann sich vorstellen, wenn man sich das anschaut, das würde sich 1:1 auf eine Klasse in der Programmierung, wenn man das mit Software umsetzt, mappen lassen. Ich hätte hier meine Variablen, also meine Attribute der Klasse. Ich hätte hier die Datentypen und kann dann mit der Information über den Wertebereich bzw. es kann, muss meinen Konstruktor und die Getter und Setter Methoden festlegen, die ich brauche, um das Geschäftsobjekt dann konkret befüllen zu können. In der SPPM ist dann noch festgelegt, dass ein Geschäftsobjekt unterschiedliche Stati haben kann, je nachdem in welcher Phase des Prozesses wir sind, sind vielleicht unterschiedliche Informationen relevant oder nicht relevant. Konkret wäre es zum Beispiel so, dass der Dienstreiseantrag ja Informationen enthält, die man bei der Reisebuchung braucht, die vielleicht auch nach außen zum Reisebüro gehen müssen, aber auch Informationen enthält, die dann außen niemandem was angehen, zum Beispiel diese Besoldungsgruppe, also Vergütungsgruppe oder die Organisationseinheit, die interne. Das ist uninteressant, deswegen möchte man das vielleicht ausblenden. Deswegen hat auch ein Geschäftsobjekt sowas wie einen Lebenszyklus, wo ich festlegen kann, in welcher Nachricht sehe ich denn, also wenn ein Geschäftsobjekt in unterschiedlichen Nachrichten verwendet wird, welchen Zustand nimmt es denn in jeder Nachricht mit ein? Also wir sehen hier der Fokus auf die Kommunikationsorientierung. Die BPMN ist da weit nicht so detailliert wie die SBPM. In der BPMN sage ich nur, ja, da passiert Kommunikation und das war es in der Modellierungssprache. In der Modellierungssprache SBPM lässt das alles gleich viel detaillierter noch festlegen. Das letzte Thema, das wir noch betrachten, ist jetzt die Modellierung von umfangreicheren Prozessen, auch von Prozessen, die über Organisationsgrenzen hinausgehen, wo wir vielleicht auch von dem internen Verhalten der einzelnen Akteure gar nichts wissen. Auch das ist in der SBPM explizit vorgesehen. In der BPMN kennen wir das mit eingeklappten Pools, wo wir das Verhalten im Pool verstecken und nur den Nachrichtenfluss modellieren. Verzeihung, sowas Ähnliches finden wir auch hier. In der SBPM heißt es grundsätzlich einmal Schnittstellensubjekt. Wir können uns vorstellen, wir haben unterschiedliche Prozesse, in denen unterschiedliche Akteure involviert sind, aber an bestimmten Stellen gibt es Kopplungen zwischen diesen beiden Prozessen. Nehmen wir ein Beispiel her, wir haben den Dienstreiseantragsprozess und wir haben den eigentlichen Buchungsprozess. Am Dienstreiseantragsprozess, den haben wir bereits betrachtet, ist der Mitarbeiter vorgesetzt an die Reisestelle mit diesem Kommunikationsverhalten, das wir jetzt schon mehrfach diskutiert haben, beteiligt. Bei der eigentlichen Buchung ist dann sowas wie der Reiseagent oder die Reiseagentur, das Reisebüro, beteiligt, das dann die Fahrt mit der Bahn und das Hotel bucht. Das heißt, in der Buchung haben wir drei Subjekte, das Reisebüro, die Bahn, das Hotel, wo es einen Nachrichtenaustausch gibt im Sinne von die Fahrtbuchung, die Hotelbuchung wird an die beiden Subjekte geschickt und die schicken eine Bestätigung an die Reiseagentur zurück.
Jetzt gibt es aber zwischen diesen beiden Prozessen natürlich einen Berührungspunkt, und zwar genau dort, wo die Reisestelle die Buchung bei der Reiseagentur oder beim Reiseagenten auslöst. Also es gibt diesen Buchungsauftrag, den wir vorhin im internen Verhalten nicht explizit mitmodelliert hatten, da ist einfach nur gestanden Reisebuchung. Wenn wir das jetzt detaillieren würden, dann würden wir sehen, dass es hier zur Kommunikation mit einer externen Einheit kommen muss. Und fertig ist es dann, wenn es eine Buchungsbestätigung gibt. Jetzt wissen wir oder kennen wir aus Sicht der Reisestelle natürlich nicht das interne Verhalten des Reiseagenten, und umgekehrt kennt der Reiseagent nicht die Abläufe der Reisestelle im Hintergrund. Deswegen gibt es sowas wie Schnittstellensubjekte. Aus Sicht des Reiseantragsprozesses würden wir neben den drei Subjekten, die wir vorhin schon diskutiert haben, jetzt noch ein zusätzliches Subjekt, ein Schnittstellensubjekt dazu nehmen. Das ist eben der Reiseagent. Das ist unsere Schnittstelle zu dem anderen Prozess. Wir wissen nicht, was der tut. Das heißt, wir modellieren auch gar kein internes Verhalten. Wir modellieren nur, dass der eine Nachricht von uns annehmen kann und dass wir von dem irgendwann eine Nachricht zurückbekommen werden. Also so ähnlich wie zugeklappter Pool in BPMN. Aus Sicht des Buchungsprozesses haben wir die drei Subjekte, die an der Buchung involviert sind, also den Reiseagenten, die Bahn, das Hotel, und ein Schnittstellensubjekt hier, die Reisestelle, also das Subjekt, das entlehnt ist aus diesem Antragsprozess, von der wir wissen, dass wir genauso wie da oben den Buchungsauftrag erhalten und der Buchungsbestätigung zurückschicken werden. So können wir die Prozesse gegenseitig referenzieren lassen. Jetzt ermöglicht uns die SBPM eine zusätzliche Abstraktionsebene einzuführen und ein Prozessnetzwerk zu modellieren. So wie wir jetzt vorher oben die beiden schwarzen Rahmen gehabt haben, wenn wir das jetzt zuklappen, kennen wir aus der BPMN, haben wir einmal den Dienstreiseantragsprozess und den Buchungsprozess. Und zwischen diesen fließen Nachrichten, nämlich der Buchungsauftrag und die Buchungsbestätigung. Wir haben auch die Richtung festgelegt. Das heißt, wir nehmen jetzt zu den Grundelementen, die wir hatten, Subjekt, Nachricht auf Interaktionsebene, Funktionszustand, Sendezustand und Empfangszustand auf interne Verhaltensebene, eine zusätzliche Ebene zurück, noch ein neues Notationselement, den Prozess, der das Verhalten der Subjekte, das Interaktionsverhalten der Subjekte kapselt, und der wiederum mithilfe von Nachrichten mit anderen Prozessen gekapselt werden kann. Und damit ist es jetzt möglich, sehr komplexe Prozessnetzwerke zu modellieren, ohne dass die Komplexität in den internen Prozessen komplett unhandhabbar oder unüberschaubar wird. Das heißt, hier jetzt über mehrere Abstraktionsebenen hinweg zu modellieren, ermöglicht uns die Komplexität, die wir im BPMN in einem einzelnen Modell drinnen hätten, zu unterteilen. Also ich habe nicht mehr den Gesamtüberblick, das geht verloren, aber die einzelnen Teilmodelle bleiben handhabbar, und ich muss halt dann immer wieder nach oben und nach unten in meiner Modellhierarchie gehen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Jede Modellebene für sich kann aber für sich verstanden werden, insofern bleibt es auch verständlich, ob man es jetzt top-down oder bottom-up oder im Wechsel verwendet. Gut, Verzeihung. Wenn wir jetzt ein bisschen komplexeres Beispiel noch nehmen, gehen wir noch davon aus, dass der Dienstreiseantrag hier nicht auf der grünen Wiese aus Spaß passiert, sondern dass der angestoßen wird durch zum Beispiel einen Servicefall, der bei uns bei der Hotline auftrifft. Daraus generieren wir einen Serviceauftrag, das ist die Nachricht, der wiederum die Dienstreise eines Außendienstmitarbeiters anstößt, damit der diesen Serviceauftrag erfüllen kann. Machen wir uns unsere Prozessübersicht. Wir haben zwei Prozesse jetzt erst einmal, nämlich die Serviceabwicklung und den Dienstreiseantragsprozess. Den Dienstreiseantragsprozess, den kennen wir schon von vorher. Wir haben hier den Mitarbeiter, der nach außen sichtbar wird, und wir haben die Reisestelle, die dann mit dem Buchungsprozess an sich beschäftigt ist. Der
Vorgesetzte wird nach außen hin nirgendwo sichtbar, also weder zur Serviceabteilung noch zum Buchungsprozess, deswegen ist er hier fest vernachlässigt. Wir haben also hier sowas modelliert wie das öffentliche Verhalten in der BPMN, das wir mal kurz diskutiert haben, wo man alle Aktivitäten und Einheiten weglässt, die nicht nach außen hin sichtbar werden. Wir nennen Subjekte, die auf der gleichen Abstraktionsebene eines Prozesses spielen sogenannte horizontale Subjekte, während, werden wir jetzt dann gleich sehen, wenn es um eine Detaillierung des Prozesses geht, wir von vertikalen Subjekten oder einer vertikalen Subjektzuordnung sprechen. Wenn wir das jetzt ausklappen, sehen wir das jetzt, also wir haben ja nach wie vor die horizontalen Subjekte und die Reisestelle muss ja mit dem Reiseagenten kommunizieren. Dieser Reisebuchungsprozess ist dem Dienstreiseantragsprozess untergeordnet. Der tritt nur in diesem Fall auf. Deswegen ist er da eingebettet und wir sprechen von vertikalen Subjekten. Im Gegensatz zur Serviceabwicklung ist der Dienstreise oder im Vergleich zur Serviceabwicklung ist der Dienstreiseantragsprozess horizontal angeordnet, weil der auch von woanders noch angestoßen werden kann. Also es macht keinen Sinn, den Dienstreiseantragsprozess in die Serviceabwicklung einzubetten und dann eine vertikale Subjektanordnung zu haben, weil man den Dienstreiseantrag vielleicht auch noch für andere Anwendungsfälle innerhalb der Organisation benötigen. Die spielen also auf der gleichen Abstraktionsebene. Und wenn man es jetzt wieder vollständig modelliert, also das Prozessnetzwerk jetzt wieder auflöst und in den Dienstreiseantragsprozess reingeht, dann schaut das Ganze jetzt wieder so aus. Wir haben den Mitarbeiter, dem Vorgesetzten, die Reisestelle mit dem Dienstreiseantrag, der Genehmigung, der Ablehnung, dem genehmigten Dienstreiseantrag. Also das ist unser originales Beispiel, das wir zu Beginn hatten. Im letzten Beispiel haben wir schon um das hier erweitert, um dieses Schnittstellensubjekt, das uns die Schnittstelle zum Buchungsprozess bietet, den Reiseagenten. Und jetzt haben wir noch ein weiteres Schnittstellensubjekt zu modellieren, nämlich den Service Desk, der den Servicefall auslöst, also die Serviceabwicklung durchführt und uns den Serviceauftrag sendet, der dazu führt, dass der Mitarbeiter den Dienstreiseantrag überhaupt stellen muss. Und jetzt kann man in der SBPM auch noch ins interne Verhalten reingehen und schauen, was will man denn nach außen hin sichtbar machen oder nicht. Und jetzt ist analog genau das, was wir bei der BPMN mit öffentlichem Verhalten gemeint haben. Alle Aktionen, die nur nach innen sichtbar sein sollen und zwischen denen kein Sende- oder Empfangszustand stattfindet, die kann man zusammenführen in einem versteckten Block, der sagt, ja, hier passiert irgendwas und dann geht die Buchung raus, ohne dass wir groß nach außen hin sichtbar machen müssen, was denn intern konkret passiert. Also hier haben wir den originalen Prozess. Wir müssen gar nicht wissen, dass das Empfangszustand war. Also es gibt irgendwo die Dienstreiseanfrage, den Dienstreiseantrag verwerten und nach außen hin machen wir nur sichtbar, okay, hier muss irgendwas passieren und dann können wir die Buchung auslösen und wenn es den Buchungsauftrag gibt, dann kann es nochmal weitergehen. Gut, das war es soweit zur SBPM. Bei der SBPM bitte merken, dass Sie die Kommunikationssicht an erste Stelle stellt, im Gegensatz zur BPMN, wo die Prozesssicht an der ersten Stelle steht und die Kommunikation dranhängt. Und dass sie dementsprechend für diese Kommunikationsvorgänge ein viel detaillierteres Beschreibungsformat bietet als die BPMN. Sowohl was den Inputpool als auch was die Geschäftsobjekte betrifft. Vor allem dieser Inputpool, das Skalieren des Inputpools, das Konfigurieren des Inputpools, auf welche Nachrichten man reagieren möchte und wie viel Platz der Inputpool bietet, sodass man synchrones und asynchrones Senden und Empfangen realisieren kann. Das ist das, was die BPMN von der SBPM grundlegend unterscheidet und damit sollte man dann auch in weiterer Folge
umgehen können, so dass man weiß, wenn man einen Prozess modellieren möchte, bei dem vielleicht nicht alles genau formalisierbar ist, aber die Kommunikationsstruktur durchaus erhebbar ist, dann würde ich wahrscheinlich eher SBPM als BPMN verwenden, weil in der SBPM die Verhaltensbeschreibung immer vage lassen kann. Es bleibt mir selbst überlassen als Subjekt, wie detailliert ich beschreibe, was denn auf Basis dieser Nachrichten passiert und wann ich, so wie wir es jetzt ganz am Schluss gesagt haben, nur mit irgendwas beschreibe und es den Akteuren komplett offen lasse, was sie machen wollen, ist es genauso recht, wie wenn ich es ganz detailliert beschreibe und damit wieder das Ganze, diese Methode für klassisches Geschäftsprozessmanagement einsetze, macht keinen grundlegenden Unterschied. Im Gegensatz bei der BPMN kann ich zwar sowas wie öffentliche Prozesse modellieren, sie ist aber dafür vorgesehen, dass man den Prozess im Detail beschreibt. Die SBPM kapselt das Verhalten komplett. Es ist den anderen Subjekten komplett egal, was bei einem Subjekt an internen Verhalten vorhanden ist, solange die Kommunikationsschnittstelle eingehalten wird. Und das ist an dieser Stelle wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, wenn man Modellierungssprache auswählt für einen Anwendungsfall, wo es darum geht, vielleicht eher vage spezifizierbare Prozesse abzubilden.